Dank für die einleitenden Worte. Mein Name ist Frank Engelmann, herzlich willkommen nochmal von mir. Ich bin im Haus Nelskamp zuständig im Bereich Schulungen, Seminare und habe Ihnen heute eben das Thema Windzugsicherung, Sturmverklammerung mitgebracht. Eingangs ein, zwei Folien zur Firma Nelskamp an sich. Wenn wir das wieder auf die Leinwand bekommen, können Sie es auch sehen. Die Zeit müssen wir uns jetzt wohl nehmen. Da sind wir, genau. Also kurze Übersicht, Dachziegelwerke Nelskamp, wir stellen seit über 90 Jahren Dachziegel her, seit 1953 Dachsteine, betreiben 6 Produktionsstätten in Deutschland, ausschließlich in Deutschland, gekennzeichnet durch die roten Punkte. Wir kommen ursprünglich hier vom Niederrhein, mittlerweile das kleinste, logischerweise das älteste Werk. Die anderen beiden Dachziegelwerke liegen hier im Fränkischen und vor den Toren Magdeburgs und die drei anderen Punkte eben unsere Dachsteinwerke. Von der Begrifflichkeit Dachziegel ist der Ton, Dachstein, Beton. Wir sind inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, also bei uns ist die Familie Nelskamp, der Herr Nelskamp, weiterhin tief im Tagesgeschäft verwurzelt und aufgrund der Aufteilung schon recht kurze Lieferzeiten, Lieferwege, ansonsten auch eine vernetzte Lagerhaltung. Das bedeutet, wir haben an jedem Dachsteinstandort, ich packe jetzt mal den hier raus, auch die Dachziegel der anderen Werke vorrätig. Als Mittelständler haben wir sicherlich nicht das größte Marketingbudget und dementsprechend auch nicht die meisten Broschüren, die schönsten Broschüren, die tollste Webseite und so weiter. Das ist insbesondere dem Herrn Nelskamp auch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Er sagt immer noch, Geschäfte werden von Menschen gemacht. Und da ist eben diese ganze Dokumentation auch nicht so sehr am Herzen. Dass wir das Thema Menschen wirklich in den Vordergrund stellen, kann man an mehreren Aspekten erkennen. Wir haben das Thema Betriebszugehörigkeit mit der Firma Nelskamp. Ich bin seit 7 Jahren dort. Damit ist man immer noch Frischling. Das sehen wir eben auch als positiven Aspekt für Sie, insbesondere im Handwerk und auch im Handel, dass sich dort langfristige Geschäftsbeziehungen entwickeln können, weil eben langfristig die Ansprechpartner auch da sind. Und der zweite Bereich eben hier, großer Fokus auf das Thema des Produktes gelegt, also kontinuierliche Entwicklung im Bereich der Dachziegel, Dachsteine. Dachziegel weiterentwickeln, was kann man an einem Jahrhundert mit ein bisschen Goodwill, sogar Jahrtausende alten Produkten noch weiterentwickeln. Da kommt immer noch etwas in Bezug der Form mal hinzu. Im Bereich Ziegelgrößen sind wir auch federführend, weil wir besonders große Ziegel herstellen können. Oberflächen geht es insbesondere um den Bereich Dachsteine. Dort die Marschrichtung halt immer glatter, immer härter, um das Alterungsverhalten der Dachsteine, den der Dachziegel anzugleichen. Ansonsten Oberflächen, Klimalife einmal erwähnt, die Luft von Stickoxiden reinigt. Da gibt es interessante Dinge. Und last but not least, das Thema für heute, Sicherheit, Verlegetechnik, die uns natürlich auch nah am Herzen liegt. Das werde ich Ihnen auch gleich einmal vorführen an dieses Produktes. Eine Besonderheit, Easy Life, wie der Name schon sagt, ein besonders leichter Dachstein, ca. 30% Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichen Dachsteinen, daher auch nur noch 30 Kilogramm pro Quadratmeter und zwar ohne Schweinereien mit dem Produkt anzustellen. Also ohne Styroporkügelchen einzublasen, ohne Zellulosefasern oder Ähnliches mit einzubetten, wie es im Ausland teilweise gemacht wird. Auch diese Pfanne besteht weiterhin nur aus Sand, Wasser, Zement und einigen Farbpigmenten. Ich darf so viel verraten, das Geheimnis liegt im Sand und die Vorteile liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand, leicht im Handling, leicht in der Handhabung. Darüber hinaus natürlich das Thema Lastreserven, insbesondere in der Sanierung. Wenn heutzutage ein Dach saniert wird, kommt in der Regel immer mehr, das heißt auch schwerere Dämmung in Summe in das Gefach rein, gegebenenfalls noch erneuerbare Energien aufs Dach und da ist der ein oder andere Dachstuhl auch irgendwann mal am Ende. Und gerade bestimmte Dachstuhlarten, so die Schieferdachstühle, Brettbinderdachstühle sind da relativ schwach dimensioniert. Und wenn ich hier um die 15 Kilogramm pro Quadratmeter gespart habe, ist das gerne mal um die 2 Tonnen an Gewichtseinsparung für so ein typisches Einfamilienhausdach. Und da kann ich schon einiges an Dämmung und weiteres für nutzen. Ansonsten noch ein paar logistische Vorteile, mehr Quadratmeter pro LKW, weil wir nicht in die Massenbegrenzung reinkommen. Und natürlich auch eine etwas einfachere und leichtere Baustellen-Dachlogistik. Auch dieser Dachstein nach DIN Plus zertifiziert, DIN Plus etwas laienhaft ausgedrückt, die normalen DIN-Anforderungen plus 10% obendrauf gesattelt, also auch die Bruchanforderungen gemäß DIN Plus erfüllt dieser besonders leichte Dachstein. Zweites Steckenpferd, insbesondere von mir, da bin ich auch ganz aktiv in unserer Solarabteilung tätig, das Thema Energiedächer. Seit 2008 da ausschließlich mit Eigenentwicklungen unterwegs. Insbesondere aktuell hier oben diese drei Systeme im Fokus, das Thema Solarziegel, gebäudeintegrierte Photovoltaik, also nicht mehr Indachanlage, noch einen Schritt weiter. Die Gebäudehülle macht den Strom, wir kommen davon weg, irgendwelche Dinge aufs Dach zu nageln, zu schrauben oder zu kleben, sondern direkt die Elemente produzieren, direkt den Strom sprechen, so nämlich gerne an. Draußen steht auch ein Muster dazu. Haben Sie keine Angst vor diesem Thema? Das ist auch mein Appell dazu, eben an die Handwerkerschaft. Das Thema Strom, Elektrizität
ist ein neues Thema für viele. Laden Sie das bei uns ab. Sie erhalten von uns hier einen umfangreichen und kompletten Planungsservice. Das heißt, Sie schicken uns eine Zeichnung. Wir erstellen Ihnen hier eine Visualisierung. Sie sehen es hier, die Module dann eingezeichnet. Das Programm errechnet Verschattungen durch Gauben, Kamine, gegebenenfalls Dachflächenfenster, die berücksichtigt werden für die Belegung. Das stellen wir für Sie kostenlos her, dass Sie es eben auch so mit in Ihre Planung nehmen können. Es gibt noch weiteren Verlegeplan, wird damit herbeigegeben. Also nutzen Sie die Möglichkeiten, die wir Ihnen dort als Lieferanten bieten, sowohl auf der handwerklichen Seite als eben auch auf der planerischen Seite. Das nur ein ganz kurzer Appell dazu. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Thema, das Thema der Windzugsicherung, ein Dauerthema am Dach. Und hier die Vorgaben des ZVDH basieren auf der Lastnorm der 1055 bzw. jetzt der ER 1991 und sind die Mindestmaßnahmen. Mindestmaßnahmen, das kann man auch gut anders umschreiben, und zwar das Billigste, was Sie bauen dürfen. Billiger dürfen Sie auf keinen Fall. Mehr dürfen Sie immer, aber weniger auf keinen Fall. Und die letzte Novellierung fand 2011 statt. Da wurde erstmal gesagt, dass jedes Dach verklammert werden muss. Egal ob Windlastzone 1, 2, 3 oder 4, jedes Dach muss verklammert werden. Jetzt auch in der Windlastzone 1 und 2, nicht unbedingt das gesamte Dach, oftmals, zumindest in den unteren Windlastzonen, nur die Ortgangbereiche, Traufbereiche, aber prinzipiell muss jedes Dach verklammert werden und die Verklammerungsbereiche wurden vergrößert. Triebfeder für diese Entwicklung ist nicht die Ziegelindustrie gewesen, ist auch nicht die kleine Firma, die die ganzen Klammern herstellt, sondern das sind die Jungs und Mädels hier aus der Versicherungswirtschaft. Die haben bereits Mitte der 2000er eine weltweit groß angelegte Studie angefertigt. Also wir haben die Global Player richtig viel Geld in die Hand genommen aus der Versicherungsbranche mit der Fragestellung, gibt es einen Klimawandel und wenn ja, hat der Einfluss auf unser Wetter? Und da kam ganz klar heraus, ja, es gibt zunehmend Extremwetterereignisse und darauf müssen wir uns als Versicherungsbranche einstellen. In bestehenden Verträgen irgendwas zu ändern, ist nicht möglich oder sehr, sehr schwierig. Der Kunde bekommt sofort ein Sonderkündigungsrecht. Daher hat man einen anderen Weg gewählt und eben über die Normierungsausschüsse Druck ausgeübt, um dort die Vorgaben zu verschärfen und gegebenenfalls nachher zu sagen können, ja, Sie haben die Vorgaben nicht eingehalten, deswegen brauchen wir unsere Versicherungspolice in dem Fall nicht auszuzahlen. Beispiele folgen. Extremwetterereignisse nehmen zu. Hier einmal zwei Bilder dazu. Gut, da muss man natürlich dazu sagen, hier hilft auch die Verklammerung nicht mehr viel, wenn dann so ein Tornado durchs Dorf zieht. Aber damit will ich eigentlich nur sagen, ich habe die ersten 34 Jahre meines Lebens nie etwas von Tornados in Deutschland gehört. Und in den letzten 2, 3, 4 Jahren jedes Mal, einmal, zweimal pro Jahr kam es dann doch durch die Medien. Betrifft natürlich das Steildach genau wie das Flachdach, wie auch alle anderen Gebäudeteile. Zu dem Bild kann ich nur sagen, hervorragend verschweißt gewesen, die gesamte Bahn. Aber wenn das gesamte Dach dann runterkommt, hilft das auch noch niemandem. Ja. Also diese Extremwetterereignisse nehmen ganz klar zu, darauf müssen wir uns sowohl von der planerischen als auch handwerklichen Seite einstellen. Die Windlasten oder auch der Windsog, der uns ja letztendlich wirklich interessiert, sind abhängig von verschiedenen Parametern. Als erstes einmal ist es hier der Gebäudestandort, also die geografische Lage, dann die Geländerauigkeit, Bewuchs, umgebende Bebauung, die topografischen Einflüsse, also Hügel, Kamm, Gipfellagen, die Höhenlage über dem Standort, natürlich hier auch die Nähe zur Ostsee, ganz entscheidend. Die Gebäudehöhe an sich hat einen Einflussfaktor, auch die Gebäudeform. Ich nehme es einmal vorweg, flachere Dachneigungen haben höhere abhebende Beanspruchungen als steilere Dachneigungen. Darüber hinaus wird berücksichtigt noch die Steifigkeit der Außenwandbekleidung oder der Dacheindeckung. Das betrifft uns als Dachziegel-Dachsteinhersteller nicht, da wir kleinformatig, schuppenartig überdeckende Eindeckungen haben. Also sprich, da ist Bewegung in den einzelnen Elementen drin. Das wäre jetzt hier ein Thema zum Beispiel für Metalldächer, Zinkdächer, Ähnliches, wo eben auch die Steifigkeit berücksichtigt wird. Deutschland ist aufgeteilt in Windlastzonen 1 bis 4, eben 1 die geringste und dann 4 die höchste. Das ist natürlich jetzt nur eine sehr allgemeine Karte. Ich picke mir jetzt gerne mal hier den kahlen Asten heraus, der größte oder höchste Berg in Nordrhein-Westfalen. Der ist garantiert nicht Windlastzone 1, kann halt die Karte so nicht wiedergeben. Deswegen nutzen Sie die Berechnungsprogramme zum Beispiel auf unserer Webseite, geben Sie die Postleitzahl ein und dort finden Sie dann die jeweilige Windlastzone für dieses Gebiet. Kann lokal sehr schnell sehr unterschiedlich werden, aber irgendwo, wenn Sie sich hier an den Grenzen bewegen, aber eben auch besondere Orte, wie jetzt zum Beispiel besondere Hügelkamm-Gipfellagen, Flughafennähe, in der Nähe vom Frankfurter Flughafen gibt es ein Dorf, da gibt es die Windlastzone 2a oder auch hier unten, wo es Föhnwinde gibt, gibt es nochmal so bestimmte Dinge, die dort sehr kleingliedrig sind.
Das Programm hat natürlich seine Grenzen. Also wo es sofort die Flügel streckt, ist bei allen Bauwerken auf den Nordseeinseln. Da kann man es per se nicht nutzen. Da ist immer der Einzelnachweis erforderlich. Auch oberhalb 800 Metern, das kann das Programm noch rechnen. Hier wird ein Erhöhungsfaktor beigerechnet. Aber spätestens ab 1100 Metern ist dann Schluss. Wenn man sich den Satz davor durchliest, ist das ein ganz, ganz hässlicher Satz, der da eigentlich steht. Für Kamm- und Gipfellagen, exponierte Lagen, zum Beispiel die Flughafennähe oder Gebäude, bei denen die umgebende Bebauung eine Schluchtenbildung begünstigt, sind die topografischen Einflüsse zu berücksichtigen, in diesem Fall durch einen Fachplaner durchzuführen. Also wenn man das sehr, sehr genau liest, könnte man das quasi auf jedes innerstädtische Gebäude übertragen, denn wer möchte ausschließen, dass die umliegende Bebauung hier keine Schluchtenbildung liegt. Etwas unglücklich seitens der Fachregeln des ZVDH, wie das dort steht, denn es ist nun mal sehr schwammig definiert, was ist eine Flughafennähe, sind das 2 Kilometer, sind das 5 Kilometer oder sonstiges, auch exponierte Lagen oder sind nicht da weiter genau definiert. Bei der Ermittlung der maßgebenden Windlasten ist zu berücksichtigen, dass neben dem Winddruck auch ein negativer Winddruck, das heißt Windsog, das ist ja das, was uns wirklich interessiert, von der Außenseite auch die Einwirkung von der Innenseite beansprucht werden kann. Und zwar dann, wenn wir geschlossene Gebäude mit durchlässigen Außenbauteilen haben oder offene Gebäude. Als geschlossene Gebäude mit durchlässigen Außenbauteilen, da denke ich mal ganz klassisch an den Kuhstall oder auch die Autolackiererei. Wir haben es vielleicht schon mal gesehen, so Lamellengitter an den Seiten, damit eben Ausdünstungen sofort herauskommen. Das sind durchlässige Außenbauteile. Als offenes Gebäude ist definiert, wenn die mindestens eine Außenwand Öffnungen von mehr als 30% ihrer jeweiligen Gesamtfläche aufweist. Auch da klassisch die Scheune. Da ist das große Scheunentor am Giebel gerne mehr als 30% dieser Giebelseite. Sobald aber ein Scheunentor drin ist, dürfen Sie es als geschlossenes Gebäude rechnen. Weil, wenn der Bauer bei Sturm das Tor auflässt, ja, dann ist er selber schuld. Also dann dürfen Sie es auch wiederum geschlossen rechnen. Aber hier bei diesen beiden Fällen, ne, ganz klar, mehr als 30% der Giebelseite ist offen. Wo ich das eine Bild habe, ist unschwer zu erkennen. Und hier ist ganz klar, wenn der Wind von hier reindrückt, kann der unter die Pfannen greifen, natürlich eine enorm höhere abhebende Beanspruchung. Insofern ich hier natürlich jetzt keine geschlossene Deckunterlage unten drunter habe, wenn ich das wie hier habe, verputzte Flächen ähnliches, kann der Wind natürlich nicht drunter greifen. Was ist, oder hier auch klassisch alte Dachstühle komplett ohne Unterspannbahn, wo auch zwischen den Ziegelfugen Wind hindurchdringen kann, auch von der Innenseite die Pfannen anheben kann. Was ist also als geschlossene Deckunterlage definiert? In diesem Sinne sind Bauteile mit luftdichten Schichten nach der 4108-7 definiert, also verputzte Flächen, verklebte Dampfsperren. Achtung auf diese Wortnuance, die Dampfsperre ist die innere Folie. Die einfache Unterspannbahn, die diffusionsoffene Unterspannbahn ist nur im Bereich von Dachüberständen in Kombination mit der Sichtschalung als geschlossene Deckunterlage anzusehen. Im Allgemeinen nicht. Fragen Sie mich bitte nicht, warum. Also für mich ist die Unterspannbahn bereits sehr, sehr stark durchströmungshemmend, aber eine Definition ist dies eben nicht. Auch das kann das Programm noch, da müssen Sie es eben auswählen, ob Sie eine geschlossene Deckunterlage haben oder nur die Unterspannbahn. Je nachdem, was Sie anklicken, bekommen Sie dann dort ein anderes Verklammerungsschema in der Regel ausgeworfen. Es gibt noch einen zweiten Bereich, wo ich die Unterspannbahn auch als geschlossene Deckunterlage rechnen darf. Das ist hier der nicht ausgebaute Spitzboden. Also hier habe ich natürlich meine verputzten Flächen, meine Dampfsperre. Und wenn ich dann hier oben einfach so einen kalten Spitzboden habe, darf ich in diesem Bereich die Unterspannbahn auch als geschlossene Deckunterlage rechnen. Brauche hier also jetzt keine zweite Berechnung für die letzten 3-4 Reihen dort oben anstellen. Ja, was macht der Wind auf unserem Dach? Er bildet Verwirbelungen. Wir sehen es hier, der Wind kommt von der linken Seite in diesem Fall, wird hier nach oben abgeleitet, zieht über den First und fällt hier runter. Er bildet Wirbel, einen sogenannten Vortex, und Sie sehen es an den Kraftpfeilen. Dieser Wirbel sorgt dafür, dass wir hier auch abhebende Beanspruchungen bekommen, wo Windsog generiert wird und eben die Dacheindeckung, die Pfannen vom Dach runterziehen möchte. An diesem Schaubild erkennen wir schon sofort, welche Dachseite die anfälligere ist, nämlich ist die windabgewandte Seite, auf der tendenziell mehr Sturmschäden entstehen als auf der windzugewandten Seite. Das gleiche passiert auch hier an der Traufe. Ein Großteil des Windes wird nach oben abgeleitet, aber auch ein Teil fällt hier eben runter, bildet diesen Wirbel mit der dementsprechenden abhebenden Beanspruchung, dass dort eben ein besonders anfälliger Bereich entsteht. Dass sich Dachziegel, Dachsteine seit Jahrhunderten mit ein bisschen Goodwill auch seit Jahrtausenden bewährt haben,
kommt nicht von ungefähr. Denn das Verhalten von unverklammerten oder auch verklammerten Dachziegeln, Dachstein wird im Regelfall durch die belüftete Luftschicht unterhalb der Dacheindeckung oberhalb der durchströmungshemmenden Schicht beeinflusst. Und zwar, Wind ist eine dynamische Last. Also Schnee ist eine Streckenlast. Schnee wirkt mit der gleichen Kraft an der gleichen Stelle dauerhaft in die gleiche Richtung. Bei Wind ist es alles anders. Genau andersrum. Also Wind, das liegt auch in der deutschen Sprache schon, die Windböe ist eine zeitlich begrenzte, kräftemäßig variierende Kraft, die auch an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Intervallen angreift. Und wenn der Wind an so einem Dach zieht, dann zieht er ja als erstes hier am Fuß der Dacheindeckung. Will den davon so hochnehmen. Und in dem Moment, wo der Wind den Fuß hier hochnimmt, findet eben ein Druckausgleich statt zwischen der Umgebungsluft und hier unserer Hinterlüftungsebene. Und aufgrund dieses Druckausgleiches legt die Pfanne sich in der Regel auch wieder hin. Wenn jetzt eben die Böe nicht so stark war, dass es in einem Rutsch rausgerissen hat. Und das ist eben auch der Grund, warum die Scheune von ihrem Nachbarn seit 70 Jahren dort steht, ohne Unterspannbar, ohne nichts und nichts dran passiert ist. Also das liegt einfach im natürlichen Tragverhalten von Dachziegeln, Dachsteinen. Dementsprechend sind auch die in der Praxis auftretenden abhebenden Beanspruchungen durch dieses Tragverhalten betragsmäßig weit unter den in den technischen Baubestimmungen festgelegten Werten. Das ist einfach Vorteil dieser kleinformatigen, schuppenartigen Eindeckung. Das Dach ist eingeteilt in verschieden anfällige Bereiche, am anfälligsten immer die Gebäudekanten, also hier der Ortgangbereich. Dieser ist definiert als mindestens 1,50 Meter oder ein Achtel der Gebäudebreite. Der höhere Wert zählt jeweils. Der Wind kann logischerweise auch aus der anderen Richtung kommen und hier ist dann der Traufbereich bzw. der Firstbereich auch wieder definiert, mindestens 1,50 Meter oder ein Achtel Gebäudebreite. Länge. Was man an dieser Tabelle schön erkennen kann, ist, was ich bereits erwähnt hatte, der Einfluss der Dachneigung auf unsere abhebenden Beanspruchungen. Ich picke mir jetzt mal hier die Zone 3 heraus. Die Zone 3 ist der Traufbereich, weil die Zahlen dort am deutlichsten sind. Das trifft auch auf alle anderen Bereiche zu, aber hier sind die Zahlen immer am deutlichsten. Wir sehen hier, bei steilen Dächern 65, 60, 45 Grad haben wir einen positiven Winddruck. Die Pfannen werden an die Unterkonstruktion dran gedrückt, da will erstmal gar nichts abheben. Erst wenn wir flacher werden, sehen wir, kommen wir auf einmal in abhebende negative Winddrücke, also Windsog, und bekommen abhebende Kräfte, die die Pfannen eben vom Dach herunterziehen möchten. Je flacher wir werden, umso höher werden die. Hier müssen wir jetzt unsere Firstlinie vorstellen und wir sehen hier beim 15 Grad Dach auf der windzugewandten Seite haben wir minus 1,5 kN und auf der windabgewandten Seite, auch das haben wir schon gehört, dann minus 2 kN, also sind die abhebenden Kräfte noch etwas höher. Sobald es um Dächer geht mit Dachneigungen oberhalb 65 Grad, wird das Thema der Sturmklammerberechnung sehr, sehr einfach und das kann man auch sehr, sehr schnell erledigen, denn es muss per se jeder einzelne verklammert werden. Also sobald wir hier 65 Grad haben, dort muss dann sowieso jeder einzelne verklammert werden. Wenn wir über 75 Grad kommen, dann sind wir im Fassadenbereich unterwegs und müssen den Dachziegel, Dachstein sowohl im Kopfbereich schrauben oder nageln, als auch im Fußbereich verklammern. Oberhalb 75 Grad gelten die Voraussetzungen für die Fassadenbefestigung. In der Regel beginnt die Verklammerung in der zweiten Reihe, denn ganz klar, hier unten habe ich keine weitere Dachlatte, wo ich meine Seitenfalzklammern setzen kann. Deswegen beginnt die Verklammerung in der Regel in der zweiten Reihe. Man kann, wenn man hier in windstarken Regionen nochmal drauf achten möchte, die unterste Reihe nochmal verschrauben, wenn man eine Seitenfalzklammer kriegt man nun mal nicht mehr gesetzt. Letztendlich sind alle Dachkanten, alle Strömungskanten kritisch, denn diese Strömungskanten bilden Verwirbelungen, die dann diese abhebenden Beanspruchungen bringen. Und als Durchdringung ist definiert, alles, was 35 cm aus der Dachfläche herausragt und gleichzeitig Kantenlängen von einem halben Meter oder mehr hat. Das ist als Durchdringung definiert und um diese Durchdringung herum ist ein Bereich von mindestens 1 Meter bis 2 Meter so zu verklammern wie die Ortgangbereiche. Das gilt auch für Loggien. Loggien ragen zwar natürlich nicht aus der Dachfläche heraus, aber bilden auch Strömungskanten. Also da gilt das Gleiche, was ich sonst sehen muss. Natürlich auch alle Mansardknicke etc. pp. Daraus ergibt sich die verschiedenen anfälligen Bereiche. Sie sehen jetzt hier die anfälligsten Bereiche, immer die Ortgangbereiche sowie Walmgradbereiche, danach der Traufbereich, Firstbereich und dann der Innenbereich. Und
je nachdem, in welcher Windlastzone ich bin, wie die Gebäudehöhe ist, die Dachneigung etc. pp., ergeben sich verschiedene Verklammerungsschemata von 1 zu 1, das heißt jeder Einzelne, 1 zu 2 jeder Zweite und 1 zu 3 jeder Dritte. Bei 1 zu 2 logischerweise nicht die eine Dachseite klammern, die andere nicht, das ist so nicht gedacht, also dann schön im Schachbrettmuster immer wechselnd. Achtung eben, um alle Gaubenlodging-Kamine breiter als einen halben Meter, höher als 35 cm, eine Streifenbreite von mindestens 1 Meter so verklammern wie die Ortgänge. Ortgangbereiche. Ortgänge werden natürlich geschraubt, genau wie Firste und Grate an sich auch. Das bedeutet, dass Sie auf einem typischen Einfamilienhaus mit Gaube quasi das ganze Dach durchklammern können. Wir sind jetzt hier in Windlastzone 3. Das Thema Klammerung ist für Sie Tagesgeschäfte bei uns im Ruhrgebiet. Gibt es halt immer noch Leute, die sagen, ja, Windlastzone 1, dann mache ich an Ortgängen ein bisschen was dran, das sollte dann schon reichen. Das ist leider nicht so. Das ist mal eingetragen hier. Wir haben ein Satteldach, Trauflänge 10 Meter, Sparrenlänge 6 Meter. Das ist Windlastzone 1, Gebäudehöhe 8 Meter. Was Langweiligeres kann ich in das Programm nicht eingeben. Das ist wirklich die geringste Anforderung, die man überhaupt eingeben kann. Und das Programm errechnet mir, ich muss hier im Ortgangbereich 1 zu 2 verklammern, 1,50 und im Traufbereich genauso. Würde also hier so ein großer gelber Bereich überbleiben, wo ich dann nicht verklammern müsste. Aber hier liegt jetzt eine Gaube, eine Schleppdachgaube, 3 Meter breit, 2,50 tief. Hier muss ich jetzt eine Streifenbreite 1 bis 2 Meter so verklammern wie die Ortgangbereiche. Welche Maß nehme ich jetzt? Nämlich 1 Meter, nämlich 2 Meter. Mehr ist immer gut. Man kann sich es auch anhand der Kantenlänge, man darf mit B halben der Kantenlänge rechnen, also ist die halbe 1,50, sondern 1,25 dort herumlegen. Also lege ich mit diesen Rahmen herum, wo ich dann nochmal auch 1 zu 2 verklammern muss. Bleibt dann dieses auf Kopf gestellte U, wo ich theoretisch nicht verklammern müsste. Theoretisch, weil dieses eine Kästchen hier oben entspricht 25 Zentimetern. 25 Zentimeter ist weniger als eine Decklänge von einem Dachziegel, Dachstein. Und Sie müssen immer aufrunden. Also Beispiel, hier unten im Traufbereich, diese 1,50 Meter entsprechen jetzt 5,1 Ziegelreihen. Das heißt, Sie müssen immer aufrunden, also 6 Reihen verklammern. Heißt, da oben muss ich auch verklammern. Und dann bleiben ja diese beiden Streifen dort über, wo ich dann nicht verklammern müsste. In diesem Fall jetzt einen halben Meter breit. Bis Sie das Ihrem Gesellen aufgemalt haben, ne, und der es auf der Baustelle dann falsch umsetzt, können Sie ihm besser 50 Klammern mehr in die Hand drücken und sagen, verklammer das ganze Dach so durch. Und der große Vorteil ist dann auch noch schon, Sie haben mehr gemacht als die Mindestmaßnahme. Denn wenn es mal hart auf hart kommt, ne, geht mal vor Gericht, dann wird Ihnen irgendwann die Frage gestellt werden, ob es denn wirtschaftlich verhältnismäßig gewesen wäre, nicht etwas mehr zu tun. Und bei einem Auftragsvolumen für so eine Dachsanierung von, ich fange mal ganz unten an, 20, 30, 40.000 Euro, wird es schwierig zu argumentieren, dass letzten dieser 50 Klammern dann irgendwo die wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit des Auftrags gesprengt hat. Also tun Sie mehr als die Mindestmaßnahmen. Haben Sie jetzt dann hier das Dach durchgeklammert und der Richter fragt Sie, hätten Sie nicht mehr machen können? Da können Sie ganz klar sagen, lieber Richter, die nächst höhere Stufe wäre eine 1-zu-1-Verklammerung gewesen und da wäre ich mit meinem Angebot wahrscheinlich hinten runtergerutscht, den Auftrag gar nicht bekommen. Und das versteht er auch und sagt, okay, mehr konnten Sie nicht mal aus wirtschaftlichen Gründen nun mal nicht tun. Denn am Ende des Tages steht die Frage nach der Haftung. Wer haftet für Schäden aus Ablösung von Teilen des Gebäudes? Genau, es ist der Gebäudeeigentümer, der haftet für Schäden von Ablösung von Teilen des Gebäudes. Was ich? Ich hafte? Wofür habe ich einen Fachbetrieb beauftragt? Sie haften ja wohl gefälligst. Eine Versicherung, aber ich ja wohl nicht. Ne? Ich bin doch Bäcker, Zahnarzt, sonst was. Ich habe doch keine Ahnung davon. Wie soll ich denn dafür haften? Ja, ist aber leider so. Natürlich haften Sie auch. Ne? Klar. Sie haften 4 oder 5 Jahre, je nachdem, ob Sie den Vertrag nach VUB oder BGB abgeschlossen haben. Aber danach sind Sie raus. In Klammern, ne, wenn Sie fachregelkonform gearbeitet haben. Tun Sie das unbedingt. Das Thema der Nachhaftung war früher mal auf 20 Jahre limitiert. Es ist nicht mehr. Es ist unendlich, also es ist jetzt lebenslänglich haften, dann können Sie in die Nachhaftung gezogen werden. Das ist juristisch nicht einfach. Alles andere als das, muss ich sogar sagen. Aber wenn es dann mal richtig was passiert ist, dann bemühen sich auch Anwälte, diese Nachhaftung durchzusetzen. Wir liefern mehrere 10.000 Dächer pro Jahr und das schon ein paar Jahre in Folge. Und an diesen Dächern passiert auch mal was. Und wenn es ganz, ganz fies wird, kriegen wir das oftmals mit, weil dann eben auch Dachdeckerbetriebe wirklich in Bedrullien geraten. Und da erkennen wir auch, es ist nicht einfach, das juristisch umzusetzen, aber es geht. Ja, wenn es vor Gericht geht, dann ist man, gibt es so ein schönes Sprichwort, vor Gericht ist man wie auf hoher See in Gottes Hand.
um mal zu zeigen, was da teilweise auch für ein Humbug vor Gericht gesprochen wird. Hier mal ein schönes Beispiel dazu. Also, Kyrill 2007 ist kein außerordentliches Witterungsereignis gewesen. Im Namen des Volkes Amtsgericht Wesel. Ja, also ich sage dazu, das Ding ist nachher einkassiert worden. Also da war der Kyrill war dieser Sturm, da sind Gebäude in sich zusammengefallen, zusammengedrückt worden. Aber der Richter, ich weiß nicht, ob er zu viel oder zu wenig getrunken hatte am Abend davor, auf jeden Fall stimmte der Pegel nicht ganz, meinte, eine ordentliche Befestigung hätte diesem ordentlichen Witterungsereignis standhalten müssen. Da das nicht der Fall war, war die Befestigung wohl nicht ordentlich. Und der Verarbeiter hat die Schuld bekommen. Das ist revidiert worden vom Landgericht dann, aber Sie können sich vorstellen, der Handwerker geht da erstmal mit ziemlich geknickt und geneigtem Blick raus und kann erstmal die nächsten paar tausend Euro seinem Anwalt hinterher schieben, um im Landgericht den nächsten Termin zu bewirken. Das dauert dann gerne mal 6, 8, 12 Monate, also das ist keine schöne Geschichte. Das hier hat Bestand und das ist eigentlich eine Steilvorlage für Sie für das Thema Wartungsverträge. Von einem Hausbesitzer ist zu erwarten, dass er eine jährliche Überprüfung der Dacheindeckung durch einen Fachbetrieb durchführen lässt. Im Namen des Volksamtsgericht Leverkusen. Ui. Weder ein Richter gab zu viel, zu wenig getrunken oder Richter gnadenlos. Was ist denn da los? Nö. Es gibt diese Tabelle im ZVDH, im Regelwerk, schon seit vielen, vielen Jahren. Und da steht drin, die empfohlenen Wartungsintervalle fürs Stalldach. Sie sehen es hier beim neuen Dach gar nicht, ab dem 6. Jahr und so weiter und so fort. Wichtig hier, nach einem außergewöhnlichen Ereignis ist der Sturm oberhalb der Windstärke 8. Das sind 78 Stundenkilometer. Ist sofort, schnellstmöglich, nach Zugang der Mitteilung, eine stichprobenartige Überprüfung der Deckung, Befestigung, Lattung und Auswirkungen auf die Tragkonstruktion durchzuführen. Auf dieser Tabelle hat der Richter das Urteil begründet und letztendlich dem Gebäudeeigentümer die Schuld zugewiesen. Was war dort passiert? Es sind einige Ziegel aus dem Dach herausgeflogen und die sind eben nicht im Garten gelandet, sondern auf davor parkenden Autos. Wir wissen mittlerweile, so 10 Ziegel ungefähr sind ein wirtschaftlicher Totalschaden. Also 30 Ziegel, ne, wenn das 3 Autos trifft, da sprechen wir gern von mittleren 5-stelligen Beträgen. Je nachdem, in welche Region sie das eingedeckt haben, kann das noch teurer werden. Wenn Sie dann Schäden 30, 40, 50.000 Euro bei Ihrer Versicherung einreichen, dann sprechen Sie auf einmal mit ganz, ganz anderen Menschen. Und da werden ganz, ganz andere Fragen gestellt. Und als erstes ist das passiert, die Autoeigentümer haben den Schaden natürlich ihren Kaskoversicherungen gemeldet. Die Kaskoversicherung ist an den Gebäudeeigentümer herangetreten, der hat seine Gebäudeversicherung gemeldet. Und erstmal behakelten sich die Kaskoversicherung und die Gebäudeversicherung untereinander. Haben relativ schnell bemerkt, so Versicherung gegen Versicherung, das macht keinen Spaß. Und dann ist der Anwalt der Versicherung auf eine Idee gekommen und hat gesagt, ja, lass uns doch mal fragen, wie lange die Person schon in diesem Haus wohnt und wann sie zuletzt eine Dachwartung durchgeführt hat. Und da kam raus, der wohnt seit 15 Jahren dort und hat nie eine Dachwartung durchgeführt. Und dann hat der Anwalt argumentiert, dass dadurch der Gebäudeeigentümer auf grob fahrlässige Art und Weise seine Obliegenheitspflicht, das ist die Verkehrssicherungspflicht, der rechtliche Begriff dazu, verletzt hat. Ja, und bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz zahlen wir nicht. Ganz genau. Und somit ist dieser Schaden dann am Gebäudeeigentümer hängen geblieben. War letztens jetzt im Sommer nochmal ein Artikel in der Presse gewesen, wo das wieder genauso passiert ist. Also nutzen Sie diese Information, auch dieses Urteil. Ich gebe Ihnen gerne den gesamten Vorgang dazu, kostenlose Beratungsgespräche in Ihrer Kundschaft anzustoßen für Dachwartungen. Im Flachdachbereich sind Dachwartungen Standard. Jeder weiß, ich muss einmal im Jahr den Gulli von Laub reinigen. Im Stalldachbereich ist es halt eben deutlich seltener, weil das Stalldach nur weniger wartungsanfällig ist. Das liegt in der Natur der Sache. Aber die Vorgaben sind letztendlich genau die gleichen. Nutzen Sie diese Möglichkeiten. Immer die Heizungs- und Sanitärbranche tut es ja auch auf hervorragende Art und Weise. Ein gut gehender Sanitärbetrieb hat 2, 3 Leute laufen, nur um so ein Messrüssel einmal in die Heizungsanlage, also den Abzug reinzuhalten und zu sagen, die Anlage läuft gut. Mehr brauchen Sie letztendlich auch nicht zu tun. Machen natürlich da keinen Quatsch, also nicht irgendwie Sichtbetrachtung oder Ähnliches auf die Rechnung draufschreiben, sondern am besten das abschreiben, was hier draufsteht, dass Sie eine stichprobenartige Überprüfung der Dacheindeckung durchgeführt haben, damit nachher der schwarze Peter nicht bei Ihnen landet. Also dokumentieren Sie das auch gut, machen Sie ein paar Bilder davon, wie Sie die Pfannen anheben und Ähnliches, dann sind Sie da auf der sicheren Seite. Ja, hier haben wir es einmal, Versicherung, egal welche, ob die Haftpflicht, die betriebshaftlich, berufshaftlich und sonstiges, sobald das Thema Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit im Spiel ist, regulieren die den Schaden nicht mehr. Betrifft Planer, betrifft Baubegleiter, aber natürlich auch den Handwerker.
Wir sprechen jetzt alles noch von Sachschäden. Personenschäden kommen Gott sei Dank sehr, 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 sehr selten vor. Wenn das passiert, kommen in der Regel noch strafrechtliche Konsequenzen hinterher, weil wenn einer so eine Pfanne an den Kopf gekriegt hat, können wir froh sein, wenn er dann nicht tot ist. Also das kommt Gott sei Dank sehr selten vor, möchte jetzt nicht zu viel Angst davor machen, aber deswegen nochmal der Appell, machen Sie mehr als die Mindestmaßnahme, das Billigste, was Sie dürfen. Ja, machen Sie etwas mehr als das Billigste. Denn die teuersten Schäden entstehen oftmals nicht am Dach. Das hier übrigens Finkenberger Pfanne, ja, Qualitätsprodukt, die hat gehalten. Man kann sofort erkennen, das ist vom Mitbewerber das Produkt, das hat nicht gehalten. Die verschiedenen Arten der Sturmklammern, die kennen Sie zum Einhängen, zum Einschlagen, zum Aufschieben. Die Multisturmkralle, den Ziegel an zwei verschiedenen Stellen hält, hält bombig, aber kriegen es halt auch nur mit dem Hammer wieder gelöst, wenn Sie das einmal verklammert haben, das Dach. Ansonsten Kopfklammern sind nicht mehr zugelassen zur Windzugsicherung, genau wie die Verlegung im Mörtel ist nicht mehr als alleinige Maßnahme zur Windzugsicherung zugelassen. Im Mörtel fährst Innenverstrich, ist dort kann dann nicht mehr rangezogen werden, weil es eben kein Nachweis ist. Sie können sehen, hier teilweise bröckelt sowas ab und dann kann man das nicht genau definieren. An manchen Stellen bappt der für immer, an anderen Stellen bappt der eben nur für ein paar Jahre und deswegen ist es nicht mehr als Nachweis geeignet. Einige Schadensbeispiele, hier typische Schadensverteilung eben in den Randbereichen, Ortgangbereich, Draufbereich oder hier um die Durchdringungen herum, weil dort eben die Verwirbelungen entstehen. Hier unterhalb einer Photovoltaikanlage dachte sich der Dachdecker, ach, die schirmt das Dach ja komplett ab, ne, da brauche ich ja wohl nicht verklammern. Das bringt ja eh nichts, ist natürlich Blödsinn, denn jedes einzelne Gewerk muss auf dem Stand der Technik abgeliefert werden und wenn die Windzugberechnung sagt, da muss verklammert werden, dann muss da auch verklammert werden, egal ob noch eine PV-Anlage drüber kommt oder eben nicht. Ja, und um das Thema etwas einfacher zu machen, haben wir uns das einfallen lassen, etwas schneller auch zu machen, den Dachstick, die Ziegel integrierte Sturmklammer für unseren Flachdachziegel F12. Sie sehen es hier auf der Rückseite, ist wieder dran, der wird aufgeklappt, ne, setzt die Pfanne dann so auf die Dachlattung, zieht das runter und in dem Moment ist der dort gesichert. Vorteil auch hier, in dieser Region oftmals ja auch eine 1:1 Verklammerung, nicht üblich, zumindest zumindest auch in den Ortgangbereichen. Sofort. Und hier gibt es eine Möglichkeit, wie Sie den Ziegel auch wieder lösen können, und zwar ohne Hammer lösen können. So eine Art Schiefereisen, Sie sehen es dort, Sie schieben es unter der Pfanne her, können den Bügel nach oben schieben, den bewitterten Ziegel rausnehmen, an der Unterkonstruktion etwas arbeiten und danach ja auch den bewitterten Ziegel wieder einsetzen, weil Sie haben ihn ja noch. Ja, gerade Wohnungsbauunternehmen stehen unheimlich auf dieses Argument, denn ist ganz klar, wenn Sie da so einen leuchtend roten Naturrundziegel eindecken, der springt natürlich sofort ins Auge, hier haben Sie noch. Und, das ist zwar ziemlich fummelig, das gebe ich zu, ich habe um die 10 Minuten gebraucht, aber das ist ja nur der letzte, Sie kriegen auch den letzten Ziegel in der Fläche wieder verklammert. Das ist fummelig, ja, aber es geht. Ja, bei keinem anderen Verklammerungssystem kriegen Sie den letzten Ziegel in der Fläche verklammert. Hier geht es. Ausreißkräfte höher als bei den Seitenfalzklammern und Garantieinterlegung mit ZVDH, also komplett geprüftes System. Ich zeige Ihnen das jetzt gerne einmal. Also, die Ziegel liegen ganz normal so im Paket, nehmen die gleiche Anzahl auf der Palette, die gleiche Anzahl in der Stange. Sie greifen hier hinter, setzen ihn hier oben auf, ziehen ihn runter und jetzt ist der Ziegel gesichert. Ein Handgriff. Kein zweiter Griff in die Tasche, wo sich die weiteren Klammern befinden, draufsetzen, runterziehen und fertig. Sie können den Bügel auch leicht drehen, dass wenn Sie auf dem Sparren sind, auch irgendwo auf der Konterlatte, auch neben die Konterlatte kommen. Also das ist da bereits berücksichtigt. Ja. So, und dann wird der hier runtergezogen. Der Bügel hier hat, wie Sie sehen, zwei Nasen, eine Nase für 3:5er Lattung, eine Nase für 4:6er Lattung. Also wir brauchen auch nicht mehr zwei verschiedene Klammerarten vorhalten, um für die verschiedenen Lattungen das bereitstehen zu haben. Kommen Sie gleich gerne mal nach vorne, versuchen Sie es, probieren Sie es aus. Wenn ich da Praxisschulung mit Dachdeckern mache, der eine kriegt den einen Musterständer mit den herkömmlichen Seitenfalzklammern, der andere Gruppe mit dem anderen. Im ersten Lauf kommt es ungefähr pari raus, weil die Dachdecker natürlich das noch zum ersten Mal machen und das andere schon 100.000 Mal gemacht haben. Spätestens in der zweiten Runde ist das Ergebnis immer das gleiche. Man ist einfach schneller damit. Darüber hinaus auch für die Dachsteine
eine Besonderheit, eine neue Seitenpfalzklammer, wie der Name schon sagt, sitzt die auch auf der Seitenpfalz drauf. Und der erste Vorteil ist schon mal der, ich kann hier in die Kiste reingreifen, nach einer Klammer greifen und ich habe auch eine Klammer in der Hand. Ja. Alle Leute, die auf dem Dach unterwegs sind, kennen diese Kiste. Nach dem vierten Mal reingreifen sieht die so aus. Und wenn ich hier reingreife, ja, auch da hat die FOS mittlerweile reagiert und das Thema verbessert. Aber wenn ich die lose im Beutel habe oder ähnliches, ist das die Hölle, die Dinger wieder auseinander zu fummeln. Das kostet einfach sehr, sehr viel Zeit. Diese Klammer haben wir für alle unsere Dachsteine. Hier jetzt natürlich wieder das Thema, eine Variante für die 3-auf-5er Lattung, eine für die 4-auf-6er, weil wir logischerweise unterschiedliche Höhen haben. Also, wird auf die Seitenfalz draufgesetzt und dann einfach nur runtergezogen und sitzt jetzt hier hinter der Dachlatte fest. Und nochmal kurz einen ran. Weiterer Vorteil hiervon ist die Materialstärke. Wir haben hier nur 1 mm Materialstärke. Das ist ein Vorteil, denn wenn ich hier dickere Klammern habe, logischerweise, wenn hier der nächste Stein aufdeckt, steht der gegebenenfalls etwas hoch. Wenn ich dann genau auf diese Ecke trete, ja, habe ich eine sehr hohe Chance, dass ich die Ecke auch abtrete. Daher haben wir generell bei unseren Dachsteinen mittlerweile auf der Unterseite hier eine Aussparung mit drin, dass die Klammer hier dann eben verschwindet, um auch bei nachträglichem Begehen, können Sie es erkennen hier, beim nachträglichen Begehen nicht die Gefahr so groß ist, dass sie die Ecken abtreten. Sie als Dachdecker, als Zimmerer wissen, wo sie hintreten müssen, aber wenn der Elektriker, der Heizungsbauer danach nochmal über das Dach geht, der weiß es vielleicht nicht unbedingt, ist da halt das Risiko für Bruch im nachträglichen Begehen auch deutlich minimiert. Von den Kosten her, wie sieht das kostenmäßig aus? Also der Dachstick ist von den Materialkosten etwas teurer als die herkömmlichen Seitenfalzklammern. Wir sprechen davon ca. 15 bis 20 Cent. Diese Mehrkosten lassen sich aber ohne weiteres über die Verlegegeschwindigkeit wieder hereinholen. Die 430er kostet genau das gleiche wie die anderen auch. Also da ist kein preislicher Unterschied. Vorteile Handling, also die verheddern sich nicht so. Ich brauche auch nicht blind zu fischen. Also manche klammern vor, andere setzen es erst im Nachhinein. Wenn ich hier diese Klammern setze, dann angel ich erstmal hier nach der Dachlatte, hoffe, ich finde sie irgendwann. Mit genug Übung kriegt das zwar relativ schnell, aber man macht das blind. Und hier kann ich sie einfach oben aufsetzen. Auch das Übliche mal. Ja. Einfach oben aufsetzen, runterziehen und das war's. Ja, hoffe, hier kann man es nochmal sehen, raufsetzen, runterziehen und dann beißt es sich eben dort hinten hinter der Dachlatte fest. Hier nochmal die Aussparung für dass die Klammer eben in der Höhe auch verschwindet. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen dort ja, einige wichtige Informationen, auch Anregungen mit auf den Weg gehen. Ich stehe natürlich gerne für weitere Fragen, Informationen draußen zur Verfügung. Ansonsten erreichen Sie uns über unsere Webseite. Dort finden Sie unsere Kontaktdaten, die des Außendienstes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche weiterhin eine angenehme Veranstaltung und sage bis dahin Dankeschön und Wiedersehen.